Jetzt geht es weiter mit Stefan und Stefan ist 21. Morgen, Stefan. Ja, guten Morgen, Dorian. Hallo, Stefan. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist die Mutter von meiner Freundin. Mhm. Und zwar ist folgendes Problem. Ich habe, ich sag jetzt mal, seit Mitte Februar circa, habe ich das jetzt schon ein paar Mal gehabt, dass ich mich nach der Arbeit mit meiner Freundin treffen wollte und sie dann gesagt hat, ja, komm vorbei. Sie wohnt mit ihrer Mutter alleine, die Eltern sind geschieden. Mhm. Und ja, ich bin hingekommen und das erste Mal, ich habe geklingelt und die Mutter hat mir aufgemacht und ja, sie war noch nicht da. Sie hat gesagt, ja, komm rein. Ich bin dann in ihr Zimmer gegangen, habe gewartet. Mhm. Und kurze Zeit später kam dann die Mutter auch rein und hat sich dann hingesetzt und hat eine Unterhaltung mit mir angefangen. Am Anfang ganz normal halt, wie war die Arbeit. Hm. Ich habe nicht verstanden. Und, die Freundin war noch nicht da dann, ne? Wie bitte? Ich hatte nicht ganz verstanden. Die Freundin war noch nicht da. Die war noch nicht da, die war noch auf Arbeit. Ja, genau. Mhm. Und da meinte die Mutter plötzlich so Anmerkungen, ja, auf welchen Typ Frau ich denn so stehen würde und ob ich mir vorstellen könnte, mal mit älteren Frauen zu schlafen. Und ja, sowas halt. Und ich habe erstmal direkt abgeblockt. Ich habe gesagt, nee, also habe ich mir jetzt auch so gar nicht Gedanken drüber gemacht. Mhm. Und das würde mich auch gar nicht interessieren. Und ich hätte ja eine Freundin. Und warum sie denn auch sowas fragen würde, auch das würde sie nur halt so interessieren. Mhm. Wie alt ist denn die Mutter? Die Mutter ist 48. Ja. Und ja, das war jetzt das erste Mal. Und beim zweiten Mal war es so, dass ich auch wieder hingekommen bin. Meine Freundin hatte mich angerufen und hat gesagt, ich sollte schon mal nach Hause gehen zu ihr. Ich hatte auch einen Wohnungsschlüssel. Mhm. Und bin dann halt rein und ja, war keiner da, hab mich in ihr Zimmer gesetzt, hab gewartet. Und plötzlich kam die Mutter rein, im Bademantel, mhm. hat sich hingesetzt und ja, wieder angefangen, von wegen, ja, ob ich mir jetzt schon mal Gedanken über dieses Thema gemacht hätte, worüber wir denn letztes Mal gesprochen hätten. Und ich meinte zu ihr, nee, das wollte ich auch gar nicht. Hm. Und hat sich hingesetzt und angefangen, ja, an ihrem Bademantel rumzufummeln. Und ich bin dann auch ziemlich nervös geworden, weil ich auch nicht wusste, was die Mutter jetzt im nächsten Moment vorhat. Hm. Und ja, ich bin aufgestanden, habe gesagt, ich müsste kurz raus. Bin rausgegangen auf den Balkon, habe eine geraucht. Hm. Bin wieder rein, in der Hoffnung, dass die Mutter schon wieder das Zimmer verlassen hat, aber ganz im Gegenteil, die Mutter saß immer noch da. Mhm. Und fing dann an, ich sag mal, sie hat jetzt nicht direkt gesagt, lass uns miteinander schlafen, mhm. aber hat solche Andeutungen gemacht und ich bin wirklich verzweifelt. Ich weiß gar nicht, wie ich reagieren soll. Ich traue mich da gar nicht mehr in die Wohnung rein. Was hast du denn da gesagt? Wie ging denn dann die Situation weiter? Du kamst dann zurück vom Balkon, hattest eine geraucht und wie ging es dann weiter? Sie hat es nicht direkt gesagt, aber... Also ich bin reingekommen halt in das Zimmer und sie saß immer noch da und meinte, ja, wieso ich denn so verklemmt wäre und warum ich denn nicht frei über so ein Thema reden könnte. Und ich habe zu der Mutter ganz klar gesagt, ich habe eine Freundin, ich bin mit der glücklich zusammen, seit drei Jahren bereits. Mhm. Und ich habe überhaupt kein Interesse daran, mit älteren Frauen Geschlechtsverkehr zu haben. Und ich habe sie auch ganz direkt dann gefragt, wie sie überhaupt darauf kommen würde. Das würde ja direkt heißen, dass ich ihre Tochter betrügen würde. Mhm. Und dann hat sie direkt abgelaufen und naja, ich meinte ja nicht jetzt, dass du das jetzt hier direkt machen sollst. Aber ich wollte nur mal wissen, ob du dir so etwas vorstellen könntest. Mhm. Das und, ist ja... und dann? Gott sei Dank hat in dem Moment der Schlüssel in der Tür gedrückt. Ah, meine ja. Freundin ist reingekommen. Hat die irgendwas gemerkt, dass das komisch war, dass ihre Mutter da im Bademantel saß? Genau das ist es. In dem Moment, die Tür war so ein bisschen offen jetzt, war nicht ganz zu. In dem Moment, wo die Mutter hörte, dass der Schlüssel in der Tür drehte, war die sowas von schnell aus dem Zimmer raus. Mhm. Also das war wirklich verwunderlich, dass sich eine Frau mit 48 noch so schnell bewegen kann. Ja, das geht mit 48 unter Umständen auch noch. Aber das ist natürlich eine sehr unangenehme Situation. Du bist mit deiner Freundin drei Jahre schon zusammen. Ja. Und jetzt fängt ihr erst damit an, mit so Sachen, die Mutter? Ja, also ich verstehe das auch nicht. Das war vorher alles normal immer? Ja, ja, sicherlich. Ich habe vorher, wo ich die Mutter kennengelernt habe, die war sowas von ja. nett und immer zuvorkommt und ja, wie geht's dir? Mhm. War ganz auf normaler Basis und hat wirklich, das war für mich schon fast wie eine zweite Mutter und dass das jetzt irgendwie so in diese Richtung ausartet, das irritiert dich völlig. Das ist echt krass. Meine Frage war gerade auch noch gewesen, ob deine Freundin irgendwas gemerkt hat. Das zum Glück nicht, weil ich selber habe jetzt auch ein bisschen Bammel davor, jetzt zu meiner Freundin zu sagen, pass mal auf, hier deine Mutter, die macht ganz komische Andeutungen. Wie ist das Verhältnis denn zwischen den beiden? Das weißt du ja sehr gut. Ist das Verhältnis zwischen Mutter und Tochter? Ja, das Verhältnis zwischen Mutter und Tochter ist wunderbar. Also
die Mutter ist jetzt schon seit längerem mit dem Vater geschieden. Den Vater selber habe ich allerdings noch selber gar nicht kennengelernt. Und die Mutter hat auch keinen Freund? Nee. Soweit ich weiß nicht. Mhm. Ja, das ist eine bedrückende Situation. Und eine unverschämte Situation, von ihr aus gesehen. Ich würde das so machen, Stefan. Ich meine, das ist völlig eindeutig, dass die dir an die Wäsche will. Ja. Das ist, wie du das jetzt schilderst, ist das mir völlig klar. Die will mit dir in die Kiste. Genau. So. Ich würde an deiner Stelle Folgendes machen. Wenn jetzt noch einmal, auch nur ansatzweise, so eine Situation entsteht oder sie nochmal mit dem Thema anfängt, dann sagst du ihr nochmal klipp und klar, dass du keinen Bock auf sowas hast. Und wenn das noch einmal passiert, dann sagst du, dann würdest du das ihrer Tochter, deiner Freundin sagen. Gib ihr einen Warnschuss. Ja. Sollte es dann immer noch weitergehen, dann würde ich es auch deiner Freundin sagen. Denn das musst du. Das ist zwar alles nicht schön, aber so, das ist auch nicht schön, was da gerade abgeht. Vielleicht kannst du aber so das Ganze abbremsen, indem du wirklich klar sagst, ich habe darauf keine Lust, ich habe eine Freundin, ich möchte mit ihnen, oder ich weiß nicht, ob du sie duzt, wie ihr miteinander umgeht. Ja, wir duzen uns. Ich möchte mit dir im sexuellen Sinne nichts zu tun haben, lass mich in Ruhe. Und wenn du noch einmal anfängst, dann sage ich meine Freundin, deine Tochter darüber Bescheid. Vielleicht wirkt das. Ja, das Problem halt ist auch, ich habe auch schon dann mit dem Gedanken gekämpft, ob ich ihr das nicht sagen soll, meiner Freundin jetzt, ob ich nicht sagen soll, wie es aussieht. Das Problem ist halt, ich habe keine Lust, dass irgendwelche Spannungen in unserer Beziehung dadurch entstehen. Ja. Und andererseits, dadurch, dass das Verhältnis zu der Mutter so gut ist, ich will später nicht irgendwie, ach, ich weiß es, das ist so eine blöde Situation, dann kriegt sie sich mit ihrer Mutter in die Haare oder so. Ja, deswegen ist ja auch mein Vorschlag, dass du erstmal mit der Mutter alleine Tacheles redest, aber klar und sehr hart. Ich finde, das ist ein faires Verhalten. Dann wird die Mutter kapieren, hoffentlich, dass sie zu weit gegangen ist. Und vielleicht kann das Ganze dann unter den Teppich gekehrt werden und alles ist wieder so wie vorher. Wäre ja denkbar. Ja. Aber wenn sie dann immer wieder anfängt, dann finde ich, hast du das verdammte Recht und fast auch schon die Pflicht, das deiner Freundin zu sagen. Aber du machst es ja erstmal noch sehr, ich sag mal, sozialverträglich, indem du nur ihr einen Warnschuss gibst, der Mutter. Denn die Mutter muss, der muss ja auch daran gelegen sein, dass das Verhältnis zur Tochter weiterhin gut ist. Die ist doch völlig bescheuert, die Alte. Ich meine das jetzt nicht despektierlich mit der Alte. Ich meine mit der älteren Frau, mit der Mutter. Ich meine es nicht beleidigend. Dass sie sowas tut, ich verstehe es gar nicht. Wenn sie Bock auf junge Männer hat, soll sich die irgendwo aufgabeln. Aber sie soll die Hände von dir lassen. Ja, das ist auch irgendwie schon. Ich habe sie jetzt nicht danach direkt gefragt. Auch mein Gedanke war, angeblich ist sie ja so glücklich, dass ich mit ihrer Tochter zusammen bin. Andererseits ist sie gerade dabei, die Beziehung kaputt zu machen. Eben, genau. Sie macht das Glück ihrer Tochter kaputt. Das ist finde ich unfassbar. Also dass eine Mutter sowas machen kann. Also nichts dagegen, wenn sie auf junge Kerle steht. Okay, aber nicht auf dich. Nicht auf dich. Und vor allen Dingen, nachdem sie eindeutig gemerkt hat, dass du da auch keine Lust drauf hast. Also mach es so, Stefan, mach es so. Ich finde, dass du da auch sehr selbstbewusst auftreten kannst. Du hast alles Recht der Welt dazu. Sag, dass du keinen Bock hast und sie soll dich in Ruhe lassen. Und wenn sie es nicht macht, dann sagst du das deiner Freundin. Punkt. Alles klar. So würde ich es machen. Alles Gute, Stefan. Alles klar, Dankeschön, Domian. Tschüss.